Deutlich sichtbar über den Toren der Lager war ein Schild mit der Aufschrift: Die Arbeit in der UdSSR ist eine Frage der Ehre, des Ruhms, des Opfers und des Heldentums. Nach einer Horrorfahrt in Viehwaggons erreichten diejenigen, die die Tore passierten, völlig erschöpft und ausgehungert die Lager. Viele kamen tot an und andere litten unter ernsten Krankheiten, aber im Gulag war man, um hart zu arbeiten. Sobald sie in die Baracken gebracht worden waren, dürften die Gefangenen ihr Schicksal erahnt haben. Ein Eimer als Toilette, ein einziger Wasserhahn im Freien, Stroh statt Matratzen, hunderte Menschen pro Hütte. Dies war kein Umerziehungslager. An diesem Ort fand man den sicheren Tod. Das Gulag-System, ein Komplex aus Arbeitslagern, wurde in der Sowjetunion etabliert, um die Bevölkerungszahl durch Zwangsarbeit, Hunger, Mord und Folter zu reduzieren. Willkommen bei History on Fleek. Heute thematisieren wir das grauenhafte Leben innerhalb eines Gulags unter Stalin. Gulag im Überblick. Als erstes von Lenin nach der Revolution von 1918 etabliert, wurde der Gulag am 25. April 1930 offiziell von Josef Stalin eingeführt. Die Verbreitung von Zwangsarbeit und Konzentrationslagern erreichte ihren Höhepunkt in den 1930er Jahren und wurde erst im Januar 1960 offiziell abgeschafft. Als staatliche Institution steht der Ausdruck Gulag für Hauptverwaltung der Besserungsarbeitslager und Kolonien und beinhaltete während seiner jahrzehntelangen Existenz eine Überwachung durch die Geheimpolizei. Ursprünglich von der Tscheka im Jahr 1918 gegründet, wurde das Konzept später von der GPU übernommen, gefolgt von der OGPU, die in den 1930er Jahren als NKWD bekannt wurde. Letztlich war der Gulag ein Instrument der zivilen und politischen Unterdrückung. Seine Entstehung unter Lenin hatte das Ziel, potenzielle Oppositionisten der Bolschewiki zu inhaftieren, und dieser Zweck sollte den späteren Kurs bestimmen. Die einzige Gemeinsamkeit der Inhaftierten war, dass sie angeblich eine Bedrohung für den sowjetischen Staat waren. Es waren gewöhnliche Bürger, die auf der Straße verhaftet wurden, Kleinkriminelle, erfahrene Berufskriminelle und politische Gegner. Genau wie bei den polnischen Deportationen in den Gulag nach der Invasion von 1939. Man geht davon aus, dass insgesamt ungefähr 18 Millionen Menschen im Gulag interniert waren. Schätzungen zufolge sind rund 1,5 Millionen Menschen der Gulag-Häftlinge aufgrund von Mangelernährung, Erschöpfung, Krankheit oder Hinrichtung gestorben. Was geschah im Gulag? Was war das Schlimmste am Gulag? Abgesehen von allem, was war speziell das Schlimmste am Gulag? Die Bedingungen. Es handelte sich um erzwungene, institutionalisierte Sklavenarbeit, die leninistische Maxime bis auf die Spitze trieb. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Die meisten der Gulag-Arbeitslager waren in Sibirien, wo allein die Minustemperaturen zur Qual für die Menschen wurden. Die Bezeichnung für eine Verurteilung nach Sibirien lautete: den großen weißen Bären sehen. Und die Lebenserwartung reduzierte sich auf einen einzigen Winter. Ein sibirischer Winter konnte tödlich sein. Während des eisigen Winters konnten die Temperaturen auf erschreckende minus 68 Grad sinken. Die harte Umgebung führte bei vielen innerhalb eines Jahres zum Tod, aber das eigentliche Problem war das strenge Arbeitsregime. Durch die Zwangsarbeit in den Gulag-Lagern sollte in der Sowjetunion eine Art Wirtschaftsboom entstehen. Erschütternderweise führte die Zwangsarbeit bzw. das wortwörtliche Arbeiten von Menschen bis zum Tod zu einer Steigerung der Produktivität für die UdSSR. Vor dem Zweiten Weltkrieg lieferten die Gulags beeindruckende Zahlen. Sie produzierten 76% des Zinns der Nation, 60% des Goldes, 46,5% des Nickels, 40% des Kobalts, ebenso viel Chromeisen und etwa 25% des Holzes. Die Gefangenen wurden dazu gezwungen, all das in gefährlichen Minen und Fabriken zu leisten, bis zur totalen Erschöpfung und einem hohen Preis an Menschenleben. Das Leben in den Gulags. Wenn man in einem Viehwaggon zu einem Gulag in Sibirien gebracht wurde, bedeutete das eine lebenslange Haftstrafe. Es gibt keine Hinweise darauf, dass ein Gefangener je die Freiheit zurückerhielt, nachdem er an einem der Gulag-Standorte angekommen war. Fluchtversuche waren in der Regel aufgrund der abgelegenen Standorte zum Scheitern verurteilt. Wenn jemand aus seinem Lager entkam, umgab ihn kilometerweit eine verschneite und abgelegene Landschaft. Berichte aus den Memoiren über den Gulag schildern, wie Flüchtlinge oft nur wenige Kilometer außerhalb des Lagers erfroren aufgefunden wurden. Nach Ankunft im Gulag erwartete
die Gefangenen lebenslange Zwangsarbeit. Und so war das Leben im Lager. Die Arbeit in den Gulags. Dadurch, dass man ohne Arbeit kein Essen bekam, war jeder in den Arbeitslagern zur Arbeit gezwungen. Typischerweise erforderte die Arbeit extreme körperliche Anstrengung, sei es auf Baustellen, in Fabriken oder in Bergwerken. Die ihnen aufgetragene Arbeit war hart und als Arbeiter bekamen sie keine Schutzmaßnahmen oder Sicherheitsausrüstung. Das Prinzip lautete: Schweig und arbeite bis zum Umfallen. Ein gravierender Schwachpunkt im Gulag-System war das vollständige Fehlen von Investitionen in ein System, das solche Anforderungen stellte. Die zur Verfügung gestellten Werkzeuge und Maschinen waren knapp, oft minderwertig und oft defekt. Wurde ein Gefangener krank oder bei der Arbeit verletzt, war das kein Grund zur Sorge. Er wurde lediglich zum nächsten Opfer des großen weißen Bären. Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit führten zu Essensentzug und Prügel, Folter oder Isolationshaft. Der Überlebenskampf im Gulag. Im Gulag-Betrieb war die Hauptregel, dass Arbeit notwendig war, um Nahrung zu erhalten. Allerdings war die Nahrung knapp. Ein Wahnsinn, dass Gefangene in eine eiskalte Landschaft verfrachtet und hart arbeiten mussten, um Essen zu bekommen. Und dann gab es nicht einmal genug Nahrung. Die Rationen für die Insassen der Lagerwirtschaft waren auf Hungerniveau und wurden während des Krieges in den 1940er Jahren nur noch kleiner. Die übliche Ration bestand aus einer Portion trockenem Roggenbrot und einer dünnen Suppe, die zweimal am Tag serviert wurde. Selten gab es mal die Suppe Balanda mit kleinen Fleischstückchen oder Gemüse. Aber selbst auf diesem ernüchternden Ernährungsniveau wurden Rationen entsprechend der Produktionsquote vergeben. Erfüllst du deine Quote, bekommst du eine kleine Portion Essen. Fällst du zurück, bekommst du noch weniger. Es ist verständlich, dass die Gefangenen gezwungen waren, ihre Ernährung durch Improvisation zu ergänzen, indem sie alles aßen, was sie finden konnten, sei es Essensreste von Mitgefangenen oder Insekten. Bis heute sind Unterkunft und Gesundheitsversorgung wichtige Anliegen. Wie sah es jedoch im Gulag aus? Furchtbar wäre untertrieben. In den Arbeitslagern waren alle Insassen in nahegelegenen Baracken untergebracht. Die Baracken hatten eine offene Bauweise und unzureichende oder gar keine Heizung. Es gab Stroh statt Matratzen, vielleicht ein Etagenbett, oft aber nur den kalten Boden. Diese Baracken waren für gewöhnlich völlig überbelegt und äußerst unhygienisch. Die Heiz- und Kochgelegenheiten wurden von Hunderten gemeinsam genutzt, ebenso wie die verfügbaren Toiletten. Diese Dinge waren maßgeblich für die Verbreitung von Seuchen und Infektionen unter den Insassen. Medizinische Versorgung gab es im Gulag nicht. Die Gefangenen galten als unerwünscht und wurden dementsprechend behandelt. In einem System, das seine Gefangenen kaum eine Überlebenschance bot, vor allem an den sibirischen Standorten, war die medizinische Betreuung lächerlich. Hunger, harte Arbeit und die brutale Vorgehensweise der Wächter hatten alle das Ziel, die Insassen zu zermürben. Medizinische Behandlung war etwas, das die Gefangenen selbst organisieren mussten. Sie konnten nicht darauf hoffen, dass das Lager sie zur Verfügung stellt. Krankheiten und Infektionen waren die größten medizinischen Probleme in den Gulags. Tausende bis Hunderttausende wurden von Dysenterie, Tuberkulose, Cholera und Skorbut dahingerafft. Und das war auch so gewollt, da die Zustände es nicht anders zuließen. Überlebende des Gulag. Es ist erstaunlich und inspirierend, dass Menschen den Gulag überlebt haben, obwohl es kaum vorstellbar ist. Trotz der Absicht, Menschen durch harte Arbeit und Entbehrungen zu brechen und dabei von ihnen zu profitieren, überlebten unglaublicherweise einige dennoch. Sie teilten ihre erschütternden Erlebnisse in bekannten Memoiren. Für alle, die einen umfassenden und ungeschminkten Einblick in den Gulag suchen, ist Eine andere Welt von Gustav Herling-Grudzinski aus dem Jahr 1951 eine Pflichtlektüre. Er beschreibt den Überlebenskampf des polnischen Schriftstellers im Gulag und gibt intensive Einblicke in den Lageralltag. Jedoch war Grudzinski nicht der einzige Überlebende, der dazu ermutigt wurde, seine Erlebnisse zu veröffentlichen. Der belarussische Dramatiker Franciszek Alchanowicz verfasste 1934 einen Augenzeugenbericht über den Gulag, der unter dem Titel »In den Klauen der GPU« veröffentlicht wurde. Im Zuge der sowjetischen Bemühungen, sich von seiner stalinistischen Vergangenheit zu distanzieren, wurden vermehrt russische Berichte über die Erfahrung im Gulag veröffentlicht. Nikita Chruschtschow unterstützte das literarische Werk »Ein Tag im Leben des Iwan Denisowitsch«, das nach der Veröffentlichung sofort Weltruhm erlangte. Es wurde sogar als Spielfilm im Jahr 1970 mit Tom Courtney verfilmt. Es gibt viele Werke über den Gulag als Horrorarbeitslager und trotz der umfangreichen Diskussion über dieses Thema
bleibt sein Einfluss auf die moderne russische Folklore und das zeitgenössische Denken weiterhin präsent. Die Zeit nach dem Gulag. Nach dem Krieg gab es 1946 im Gulag über 4 Millionen Gefangene. Tragischerweise stieg die Zahl der Zwangsarbeiter bis in die 1950er Jahre vorübergehend an, bevor Chruschtschows Entstalinisierungspolitik ab 1956 begann. Die offizielle Abschaffung des Gulags erfolgte im Jahr 1960 und die Gulag-Lager wurden aufgelöst. Obwohl der Gulag nach dem Tod Stalins abgeschafft wurde, hinterlässt sein Erbe immer noch ein düsteres Kapitel in der sowjetischen Geschichte. Trotz der Zurückhaltung seitens der Regierung existieren Straflagereinrichtungen weiterhin in der Russischen Föderation. Arbeitslager, die dem Gulag-Modell ähneln, sind bis heute in Nordkorea und China in Betrieb, obwohl auch hier kaum ein Staat offen darüber sprechen möchte. In den Gulags bestimmen Brutalität, Missbrauch, Gewalt und permanente Entbehrung den Alltag. Das System des Gulags sah es vor, gezielt Menschen zu eliminieren und ihnen jede Würde zu rauben. Aus den Erzählungen der Menschen, die diese Zeit überstanden haben, aber wird deutlich, dass kein System, das von Menschen erschaffen wurde, wohl in der Lage ist, den menschlichen Geist vollständig zu vernichten. Das war History on Fleek. Bis zum nächsten Mal.